So, wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Wolfgang Korinek. Herzlich willkommen zu unserer Webinarserie. Bei diesem Frühstück hier haben wir heute das Thema der Cloud S/4HANA Cloud. Bevor wir beginnen, wir arbeiten mit Zoom. Sie haben die Möglichkeit, mit uns zu interagieren, sind jedoch stumm geschaltet. Und wir haben aber auch ein paar Fragen an Sie. Das wird dann über eine Interaktion passieren, über einen Panel. Und ich möchte Sie gerne auffordern, wenn Sie die Maus nach unten ziehen auf Ihrem PC, müssten Sie unten sehen eine Hand. Das heißt, Sie können aufzeigen. Das ist klassisch wie in einer Schulklasse. Wenn Sie sich melden wollen, können Sie diese Option benutzen. Und die zweite Option, die Sie haben, ist, uns Fragen zu stellen. Es gibt ein Fragepanel und wir versuchen das natürlich live dann gleich zu beantworten. Hier unterstützt mich unser Herr Magister Herbert Brauner, Sales-Director, Marketing-Director. Wir beide machen heute dieses Webinar für Sie. Zur Interaktion, ob das auch klappt, darf ich Sie zunächst einmal bitten, schauen, ob Sie alle diese Funktion gefunden haben, auf den Knopf, auf die Hand zu drücken, so dass wir mal sehen, ob wir kommunizieren können. Sollten Sie Probleme haben damit, nehmen Sie die Fragen- und Antwort-Block und schreiben Sie uns. Sie können aber auch gerne den Chat benutzen. Wir warten jetzt einmal, ja genau, ein Teilnehmer hat das schon herausgefunden. Es fehlen noch einige andere, aber lassen Sie sich Zeit. So, kommt ein weiterer Teilnehmer, sehr gut. Gut, Dankeschön. Ja, dann starten wir, steigen wir ein. Wie gesagt, das Thema ist heute das Cloud, SAP S/4HANA Cloud. Und wir haben dazu, wie auch schon in der Einladung angekündigt, einige Punkte für Sie vorbereitet. Zunächst einmal die Motivation, warum geht man überhaupt mit einer betriebswirtschaftlich unterstützten Lösung in die Cloud rein? Das nächste ist die Vor- und Nachteile dieser Lösung. Auch sehr interessant, das wissen wir, weil wir haben natürlich sehr viele Bestandskunden in Österreich, ist die Geschichte Cloud-Lösung und auch On-Premise. Und gibt es hier eine Möglichkeit, beides zu betreiben? Vorweggenommen, ja, das funktioniert. Und letztendlich am Abschluss noch Cloud und S/4HANA. Was sind unsere Dienstleistungen? Was sind unsere Erfahrungen? Ich möchte auch vorweg betonen, dass da geht es weniger um Marketing. Da gibt es natürlich immer ein bisschen Marketing dabei. Aber alle diese Aussagen, die wir heute hier treffen, basieren aufgrund unserer Erfahrungen. Vorweggenommen, wir benutzen das System in einer unserer Niederlassungen selbst, weil es natürlich absolut für uns eine Prämisse ist, dass wir das, was wir beraten und unterstützen, selbstverständlich selbst im Einsatz haben. Ja, da können wir schon fortsetzen. Die Motivation und Einsatzbereich. Warum Cloud-Lösungen jetzt? Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht. Das ist kein Originalbild, aber das, was Sie hier sehen, ist ein altes Kraftwerk. Und das kam aus der Vorarlberger Textilindustrie. Ich habe dort 5 Jahre gearbeitet, SAP eingeführt. Und im Zuge dieser Einführung wurden wir auch mit den Prozessen vertraut gemacht. Das war ein vollstufiges Unternehmen, vom Baumwolleinkauf bis zur Textil. Produktion und auch Kollektion, also im Fall Hemden. Und bei jeder dieser Führung wurde entweder vom Vortragenden oder aber auch von den Teilnehmern gefragt, was ist das alte Gebäude dahinter? Und es war ja das Kraftwerk. Was bedeutet es? Früher hat Hämmerle aufgrund der Industrialisierung Strom selbst erzeugt, um die Maschinen zu betreiben.
Warum tun sie das nicht mehr? Weil es nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft gehört. Erster Punkt. Zweiter Punkt, weil es teuer ist. Dritter Punkt, wenn sie es quasi auslagern, einem Profi überlassen, der das natürlich viel besser kann und wesentlich besser skalieren kann. Also es war genauso ein Übergang, wie wir ihn heute sehen, mit den klassischen On-Premise-Lösungen zum ERP, ist Strom genau dasselbe. Wenn Sie sagen, meine Daten sind kritischer als Strom, schalten Sie ihn einmal für ein paar Stunden ab und schauen Sie, was passiert. Strom ist absolut kritisch, trotzdem benutzen Sie hier die Dienste eines Service-Provider und genießen die Vorteile und die Skalierungseffekte, die hier angeboten werden. Und der zweite wichtige Punkt ist die Geschwindigkeit. Sie müssen heute mit Konkurrenz rechnen, die vorher vielleicht nicht absehbar sind. Sie kennen die Beispiele Uber, Airbnb und viele andere, die die traditionellen, tradierten Geschäftsmodelle angreifen. Und hier müssen Sie mit Geschwindigkeit, Schnelligkeit reagieren und mit der Digitalisierung Schritt halten können. Auch dazu werden wir später noch kommen. So, nächster Punkt. Einsatzbereiche der SAP S/4HANA Cloud nach dem heutigen Stand. Von Unternehmens- oder wenn Sie so wollen, Industries-, Branchenspezifiker sind sehr gut abgedeckt heute in der Cloud. Und wir beziehen uns bereits auf das Release 1808, Produkt-, Dienstleistungs- und Anlagenzentrische Unternehmer. Die unter den Teilnehmern, die bereits SAP länger kennen, erinnert es ein bisschen an die 90er Jahre, wo R3 das eine System war, wo es noch keine Industrie-Solution in großer Form gegeben hat. So kann man sich das ungefähr vorstellen, was die Cloud heute leisten kann. Es gibt natürlich eine zweite Dimension, die man betrachten kann, die Einsatzmöglichkeiten. A, ich betrachte es als Komplettlösung. B, ich gehe in einen Two-Tier-Ansatz. Und das ist für unsere Kunden im österreichischen Markt besonders interessant, speziell die schon On-Premise haben. Und da läuft in der Zentrale in der Regel das ERP-System On-Premise und es bietet die Möglichkeiten, zum Beispiel die Niederlassungen mit der Cloud-Lösung zu bedienen. Warum das Sinn macht, werden wir später gleich sehen. Wie können wir die Cloud konsumieren? Als Public Cloud und als Single Tenant, vormals Private Cloud. Die Marketingabteilung der SAP ist von hoher Kreativität geprägt und deswegen gibt es heute quartalsweise fast schon neue Namen. Also wenn Sie den Begriff Private Cloud gehört haben und Sie googeln heute, wird jetzt als Single Tenant bezeichnet. Das sind einmal verschiedene Betrachtungspunkte, Ausgangspunkte, die wir hier sehen, wo wir die Einsatzbereiche haben. Wenn wir weiterschauen, Unterscheidung und Vorteile dieser beiden Ansätze. A, Cloud als Hauptlösung. Das ist also klassisch, wie wir das sehen, als Netten und Names. Das sind Unternehmen, die vielleicht eine On-Premise-Lösung, eine kleinere haben, die aus der Wartung fällt oder nicht mehr weiterentwickelt wird und haben jetzt die Entscheidung, eine neue Lösung zu finden. Und dann bietet sich natürlich die Cloud idealerweise an. Für solche Unternehmen gibt es folgende Vorteile. Zunächst einmal, man hat einen schnelleren Return on Investment. Warum hat man den? Weil man schneller zu den wertschöpfenden Tätigkeiten kommt, sprich der Go-Live wesentlich früher passiert. Also die Implementierungszyklen werden drastisch kürzer. Die Cloud-Lösung selbst von SAP ist quasi der Träger der Neuentwicklung und dadurch haben wir steigende Automatisierungen drinnen, die durch digitale Assistenten unterstützt werden, zum Beispiel der SAP Copilot, Voice Interface, zum Beispiel zeigen wir die meinen Auftragsbereich XY, sprechen damit in die Cloud hinein, wenn Sie so wollen, und bekommen die einfachen Reports, aber auch andere Tätigkeiten können hier sehr gut durchgeführt werden. Und ein weiterer Punkt ist Machine Learning und Artificial Intelligence. Mit diesem Machine Learning Ansatz, der vorwiegend für die Cloud-Lösungen entwickelt wird, haben Sie dann weitere Möglichkeiten, Ihre Prozesse effektiv, effizient zu gestalten. Durch das, dass die Cloud Fiori basierend ist, und das ist also der nächste Punkt, den wir hier haben,
dann haben Sie eindeutig weniger Schulungsaufwand und höhere Nutzerakzeptanz. Alles das trägt dazu bei, dass Sie einen wesentlich schnelleren Return on Investment für sich lukrieren können und für Ihr Unternehmen lukrieren können. Niedrige Gesamtbetriebskosten, das ist klar, Sie brauchen keine Hardware-Anschaffung, Sie brauchen keine Mannschaft dafür, Sie brauchen keine Wartung dafür. Dadurch ergeben sich wesentlich bessere TCO-Lösungen. Und im nächsten Schritt haben wir dann die verbesserte Governance und Compliance. Bei diesem Punkt muss ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Punkt, der wesentliche Unterscheidungsmerkmal in der Cloud ist, weil das haben Sie in der klassischen ERP-Welt auch. Aber die große Unterscheidung kommt dann darunter, intelligentes Cloud-ERP. Wie schon erwähnt, dieser Copilot ist das Voice-User-Interface und wir werden dann auch Beispiele sehen, wie Ihre Geschäftsprozesse durch Machine Learning optimiert werden können, wie Sie Ressourcen freispielen können, wie Sie Ressourcen mehr zu wertschöpfenden Tätigkeiten verlagern können. So. Und das Letzte, was als letzter Punkt, was aber ein wesentlicher Punkt hier ist, die schnelleren Innovationszyklen. Auf die kommen wir ebenfalls noch zu sprechen und was das für Sie und Ihr Unternehmen bedeutet. Beim Tutti-Ansatz, Sie haben schon viel Erfahrung, Sie betreiben ein SAP-System, betreiben ein ERP-System hier. Das bleibt, das ist gut so. Sie entscheiden sich aber für Niederlassungen, für andere Standorte bereits die Cloud-Lösung einzusetzen, ist natürlich von den Schnittstellen her integriert, von On-Premise zur Cloud-Lösung, ist ein idealer Einstieg in die Cloud-Welt, weil Sie haben, wenn Sie Cloud-Lösungen benutzen, eine Lernkurve im Unternehmen. Und das erlaubt Ihnen, in diese Lernkurve hier einzusteigen und dann halt dementsprechend einen Vorsprung zu halten. Was es weiters erlaubt, was wir sehen, ist bei unseren größeren Kunden, aber nicht nur, also es gibt da im gehobenen Mittelstand, sehen wir das, die traditionellen ERP-Systeme wurden, sagen wir mal, sehr maßgeschneidert für die Lösung, haben die ganze Komplexität, das Unternehmen braucht, abgebildet. Und wenn es dann zu Rollout kommt, dann wird diese ganze Komplexität auch auf die Niederlassungen ausgerollt, obwohl das gar nicht notwendig ist. Es hat oft pragmatische Gründe, aber wenn Sie größeres Unternehmen, einen unserer Kunden, da zieht sich Niederlassungen, wo regelmäßig diese Updates und Rollouts passieren. Und diese Komplexität Ihrer individualisierten Lösung, die steht einem raschen Rollout hier im Wege. Das heißt, das ist ein weiterer Vorteil, wenn Sie den Tutti-Ansatz fahren, was die Cloud-Lösung hier bietet. Was bedeutet hier der Blick in die Zukunft? Blick in die Zukunft, das ist sehr, sehr wichtig, weil oft sehen wir Kunden, sie haben zum Beispiel einen Release-Stand im ERP, klassisch On-Premise 16.10. Wir sprechen jetzt bei der Cloud von einem Release-Stand 18.08. Das heißt also, sie sehen, sie können zukünftige Entwicklungen, die auch in On-Premise passieren werden, viel früher und können dadurch besser beurteilen, steht ein Release-Wechsel On-Premise dafür oder nicht. Leider werden diese Release-Wechsel sehr oft aus technischer Sicht getrieben, aber nicht aus Optimierungsgründen, dass ich neue Funktionalitäten nutze. Diese zwei Welten, dieser Blick auf die Cloud, erlaubt Ihnen jedoch zu sehen, was kommt in der On-Premise-Welt in Zukunft und ziehe ich einen Release-Wechsel auch für meine On-Premise-Lösung vor. Bei der Cloud brauchen Sie sich diese Gedanken nicht machen, weil diese Release-Wechsel-Updates passieren automatisiert alle 3 Monate. Nächster Punkt, Aufbau der Cloud-Readiness in Ihren Unternehmen. Dieser Punkt bezieht sich auf die Lernkurve, auf den Einstieg in die Cloud. Und was bedeutet das, wenn wir vorhin Kraftwerk, ja, Software betreiben müssen, genauso ist es bei Ihnen auch, wenn Sie alles im Haus haben, dann haben Sie eine Basismannschaft, dann haben Sie die Hardware im Haus, dann müssen Sie sich darum kümmern. Wenn das wegfällt, kriegen wir oft die Frage, ist die IT damit obsolet? Nein, im Gegenteil, absolut nicht. Es verlagern sich nur die Aufgaben. Wenn Sie die Cloud-Lösungen haben, die einen 3-Monats-Zyklus, in einen 3-Monats-Zyklus Innovation bringen, bedeutet das, dass Sie absolut on top
jedes Mal prüfen müssen, kommt da was Neues, was wir zu unserem Vorteil nutzen können. Also die Aufgaben verlagern sich ein bisschen von dem klassischen Basisbetrieb hin zu den betriebswirtschaftlichen Prozessen und damit zu einer guten Beurteilung, ob sie von den nächsten Releasen profitieren können. Und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, was wir sehen bei unseren Kunden, ist, die Entwicklungsschritte sind enorm. In diesen 3 Monaten passiert regelmäßig so viel, dass das ganz schön Aufwand bedeutet, aber positiven Aufwand, damit Schritt zu halten. Und das meinen wir mit Aufbau der Cloud Readiness. Ein weiterer Vorteil, den Sie haben, Mergers and Acquisition oder auch wenn Sie Bereiche Ihres Unternehmens verkaufen, bei Mergers and Acquisitions ist es so, es ist nicht garantiert, dass man da SAP-Systeme einsetzt, es kann irgendwas sein. Sie können sehr, sehr rasch die Prozesse, wenn Sie die Cloud auf Ihren Zukauf ausrollen, was sehr rasch geht, haben Sie sofort eine nahtlose Anbindung und können mit den Unternehmen, haben wesentlich schneller die Insights zu Ihrem Zukauf. Umgekehrt, wenn Sie Unternehmensanteile verkaufen, ja, kann man auch mit der SAP-Lizenzen mitkaufen, mit der Cloud-Lösung geht es wesentlich einfacher und Sie steigern den Wert der Lösung, also des Unternehmens, in dem Sie hier etwas anbieten. Vorhin habe ich gesprochen, das Machine Learning, und das ist ein Beispiel eines unserer Kunden aus dem Wiener Bereich, es ging damals um das Release 18.02 auf 18.05. Und in diesem Release kam diese automatisierte Zuordnung über Machine Learning. Das ist dieser Bereich hier unten, den Sie hier sehen, über Machine Learning, wurde eingeführt, diese Zahlungseingänge zu offenen Posten. Das Unternehmen hatte 4.000 Zahlungseingänge, dementsprechend auch die offenen Posten, Kleinbeträge. Sie können sich vorstellen, dass das Monatsende jedes Mal ein Riesenaufwand für das Unternehmen war. Mit all den Kriterien, es fehlen Daten, es wurden falsches Konti berechnet, es gab extrem viele Rückrufe dazu. Kurz gesagt, in diesem Release, das wurde sofort angenommen, hat man das System trainiert aufgrund der historischen Daten. Das System bringt Ihnen Vorschläge, Sie bleiben in Kontrolle und es mussten nur mehr 1 bis maximal 2% der Rechnungen von Menschen korrigiert werden. Das war eine enorme Arbeitsersparnis, bedeutet natürlich, dass ich diesen Mitarbeiter viel besser dazu einsetzen kann, wertschöpfende Tätigkeiten zu bringen. Ja, da haben wir natürlich dann Zeitersparnis, war bis zu 70% bei dieser Tätigkeit, sind reduzierte Fehlerraten, höhere Effizienz, und eine bessere Liquidität am Ende, weil sie schneller zu ihrem Geld kommen. Auch eine Erhöhung des Cashflows war damit gegeben. Zweites Beispiel. Eines der großen Stärken der SAP, das war damals schon in den 90er Jahren, als ich bei SAP selbst tätig war, buchungskreisübergreifende Abwicklungen. Das heißt also, die Logistikprozesse, Standort, Headquarter und auch die Finanzströme dazu. Das ist jetzt ebenfalls in diesem Hybridmodell möglich und Sie sehen hier, das ist aus einem Sneak Preview 18.08. Warum haben wir das? Weil wir Fokuspartner der SAP sind. Haben wir diesen Einblick und Sie sehen, dass die Cloud-Lösung hier für die Subsidiary nahtlos integriert ist mit der On-Premise-Lösung, was bessere Planung natürlich bedeutet und bessere Insights. Und diese hohe Taktung, die ist natürlich extrem interessant. Nächster Schritt, Vor- und Nachteile der Lösung. Rascher Go-Live ist ein Vorteil absolut der Cloud-Lösung. Vierteljährliche Updates, schnellere Innovationszyklen dadurch, so wie das Beispiel mit unserem Wiener Kunden, der die 4000 Eingangsrechnungen hat, der hat extrem profitiert von dem Machine Learning und diese Innovation kam innerhalb von 3 Monaten. Sie haben keine Hardware, keine Basisbetreuung mehr, Integration zu anderen SAP-Cloud-Lösungen. Das heißt, Sie haben Ihre Investition ist sicher und das System kann wachsen mit Ihnen, weil die Integration zu anderen SAP-Cloud-Lösungen hier gegeben ist. Ob das jetzt SAP Hybris ist, Fieldglass ist, Ariba ist, wenn Ihr Unternehmen wächst oder wenn Ihre Bedürfnisse steigen und Sie erweiterte Einsatzmöglichkeiten brauchen,
dann können Sie aus diesem digitalen Kern, den die SAP Cloud hier bietet, expandieren und Ihre Prozesse abbilden. Sie haben einfachere und schnellere Rollouts, wie schon erwähnt, und Sie haben eine geringere Investitionshürde, Abo-Modell. Es ist nicht so, dass ich zuerst die Hardware anschaffen muss, die Lizenzen bezahlen muss, und dann ein langwieriges Projekt habe, sondern Sie haben ein Subscription-Based-Modell. Was ist zu beachten? Ja, Best Practice, Standardisierung, Sie profitieren extrem von den Best Practices. Zu beachten ist ein vierteljährlicher Update und Sie sehen hier, dass wir hier das als Nachteil ebenfalls haben. Warum als Nachteil? Das wissen wir aus eigener Erfahrung, es hat uns am Anfang ziemlich zu schaffen gemacht, mit der Entwicklungsgeschwindigkeit der SAP mitzuhalten und wir mussten uns auch darauf einstellen. Das heißt also, wenn ich mich nicht verändere und anpasse, dann ziehe ich auch wenig Nutzen daraus. Das gilt es hier zu beachten. Wir haben geringere Anpassungsmöglichkeiten. Also das Customizing ist bei der Public-Lösung, bei der Public Cloud extrem limitiert. Bei der Private Cloud oder auch Single Tenant gibt es erweiterte Möglichkeiten, aber natürlich nicht solche großen Anpassungsmöglichkeiten, wie es im klassischen On-Premises. Wir haben auch schon gesprochen über den Umfang der Lösung. Die ist ebenfalls, es gibt zum Beispiel keine Industrie-Solutions, wie ES Retail noch nicht, oder ISH für Healthcare. Industrielösungen gibt es in dieser Form nicht. Das erinnert mich ein bisschen an R3, so die Dreier-Releases aus den 90er Jahren, wo man ein System gehabt hat und eigentlich dann alle überall Industrien drüber gestülpt hat. Es gibt Industrien, die passen sehr gut. Professional Services zum Beispiel, einfache Produktionen, einfaches Projektmanagement, wunderbar. Aber wenn Sie jetzt sehr, sehr vertikalisierte Lösungen brauchen, dann ist die Cloud hier zu prüfen. Sie haben des Weiteren weniger Industrie- und Branchenspezifika. Länder und Sprachen ist ebenfalls zu prüfen. Ist die Verfügbarkeit gegeben? Passt es zu Ihrem Standort? Und natürlich auch wieder Best Practices, das ist wieder genau dasselbe. Was meine ich damit? Sie sind auf diesen Standard natürlich eingeschworen, wenn Sie die Cloud-Lösung einsetzen. Die Sonderlocken sind hier schwer möglich. Hier ein kleiner Überblick, was neu mit 18.08 kommt. Und das ist auch für uns interessant zu beobachten. Sie können damit rechnen, dass in der Regel 2 bis 5 Ländern, also alle 3 Monate, dazukommen. Wir, Österreich, die Cloud-Lösung in Österreich wurde präsentiert 03.18. Eingeführt hier, da war auch die Pressekonferenz dazu. Sie sehen hier Australien, auf das komme ich dann noch zu sprechen. Die waren natürlich sehr früh dran. Cloud-Lösungen aus dem anglikanischen Raum, das ist klar, die sind mehr cloud-affin als wir hier in Europa. Aber da komme ich dann noch zu sprechen, warum das für uns wichtig ist. Weil da konnten wir lernen. Und dann sehen Sie auch die dementsprechenden Sprachen. Hier haben Sie die ganzen Legal Aspects abgedeckt und unten sind ja natürlich die Sprachen, die verfügbar sind. Schauen wir uns einmal eine kleine Gegenüberstellung an. Cloud, Vorteile, Sie wissen jetzt schon, schnelle Einführung, schneller Innovationszyklus, Integration zu anderen Cloud-Lösungen. Nachteile, der limitierte Umfang der Lösung und sind zum Beispiel die Länder, die Sprachen, ihre Branchen und Industrien dementsprechend abgedatet. Rollout nach Russland wird wahrscheinlich noch länger dauern, wenn Sie Niederlassungen in Russland haben. Gibt es noch nicht, zum Beispiel ein Beispiel, aber die anderen Länder haben Sie schon kennengelernt. Muss man schauen, wie die Entwicklung hier ist. Die SAP nimmt natürlich darauf Bedacht, dass die großen Länder bedient werden, muss man schauen in Zukunft. Momentan ist es zum Beispiel nicht verfügbar. On-Premise, ja, die Lösung ist wesentlich umfassender natürlich, für komplexe Aufgaben besser geeignet, also jetzt zum Beispiel eine Rolltreppe oder einen Aufzug konfigurieren oder so, ja, kann das die Cloud auch schon, aber es gibt natürlich nur immer Vorteile in der On-Premise-Welt. Die verschwinden aber. Bei der Geschwindigkeit, die wir sehen, ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis diese Vorteile verschwinden. Sie haben natürlich die höhere Anpassungsfähigkeit hier und umfangreiche Branchenindustrielösungen. Die Nachteile haben wir auch schon erwähnt. Sie haben ziemlich behäbige Rollouts durch diese
Komplexität und sie haben eine hohe Betreuungsintensität. Aber selbst wenn sie es outsourcen, bei einem Outsourcer betreiben, kostet das massiv Geld. Da ist natürlich ein Anbieter wie SAP viel höhere Skalierungsmöglichkeiten, mehr für eine höhere Anzahl von Kunden hier hat. Dieser Punkt hier von dieser Innovation profitieren. Was bedeutet das? Sie sehen hier diese Cloud Readiness, diese Stufen, diese Treppchen hier, die repräsentieren diese 3-Monats-Zyklen. Auf der anderen Seite haben Sie hier die On-Premise-Lösung, das heißt also, das ist das Grüne, das ist hier repräsentiert, jährliche Neuerungen in den jeweiligen Releases. Jetzt wissen wir aus Erfahrung von unseren Kunden, dass die nicht jährlich ein Update machen, sondern eher 5 Jahre warten oder vielleicht sogar, ja, bis es technisch nicht mehr möglich ist. Das heißt, es wird eingeführt, es gibt einen Go-Live, der von Haus aus schon einmal länger ist als bei einer Cloud-Lösung. Und dann wird das System einfach betrieben und dann sagt man, okay, jetzt machen wir einen Major-Release-Wechsel. Würde jetzt hier zum Beispiel eine Funktion zu diesem Zeitpunkt, die für Sie extrem interessant ist und richtig Geld für Sie generiert, Vorteile bringt gegenüber den Marktbegleitern, hier rauskommen, dann können Sie erst hier davon partizipieren. Bei der Cloud geht das automatisch, Sie haben das zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung. Und das ist das, was wir hier als Lost Value bezeichnen, weil Sie die Vorteile viel später generieren und auch viel später auf schnellere Marktbegleiter oder diese Disruptive Competitors, die ihr Geschäftsmodell bedrohen, reagieren können. Cloud, S4HANA Cloud, ja, Drink Your Own Champagne ist unsere Devise. Und wir haben das auch gemacht, Cloud Australia, diese Erfahrungen. Sie kriegen natürlich im Nachgang die Folien und das ist auch dieser Link zu dem Video drinnen. Der dortige Geschäftsführer Sebastian Mohr erklärt in 2,5 Minuten, was die Vorteile für ihn ist, was Cloud Australia bewogen hat, hier die SAP Cloud einzuführen. Das war Anfang 2017. Sie haben 12 Wochen für Finance gebraucht, 12 Wochen für Professional Service, Beschaffung und Vertrieb. Was war die Motivation dahinter? Die Motivation war ganz einfach. Die haben ebenfalls ein einfaches System im Einsatz gehabt, On-Premise. Wussten, dass sie etwas Neues brauchen. Es war genau der Zeitpunkt, wo damals die Cloud für Australien freigegeben wurde. Und dann haben sie gesagt, ja, alle Statistiken zeigen, dass Cloud-Lösungen in der Zukunft massiv anziehen werden. Das waren ja die Vorteile bewusst. Sie wussten auch, dass sie Early Adopter waren. Und gesagt, wir führen das für uns selbst ein. Das Unternehmen hat 200 Mitarbeiter, macht ungefähr 40 Millionen australische Dollar Umsatz. Und die Motivation war das eine Management Insights. Und das ist natürlich der große Vorteil von HANA, dass sie die operativen Tätigkeiten mit den strategischen Insights in einer Datenbank habe, das heißt also kritische Projekte, Ressourcen, Wechsel, Austausch etc. Das war für das Management überhaupt kein Thema, Profitabilität der einzelnen Projekte etc. Aber ein zweiter wichtiger Punkt war die User Experience. Durch das, dass es Fiori passiert ist, konnten die alten Timesheets und die alten Reports abgelöst werden. Und die User-Akzeptanz ist damit gestiegen. Jetzt kann man sagen, Gott, der jetzt zufrieden ist mit der Oberfläche oder nicht, spielt keine Rolle. Nein, das spielt eine große Rolle, weil der Markt, der Beratermarkt, ist genauso wie bei uns angespannt und heiß umkämpft. Und wenn Sie Ihren Mitarbeitern einen Service bieten, der wo er administrative Tätigkeiten wesentlich einfacher machen kann, wo er seine Insights für seine Tätigkeiten rasch und bequem bekommt, dann ist das einfach ein Unterscheidungsmerkmal für einen Mitarbeiter. Und es war sehr, sehr wichtig und es wurde extrem gut angenommen. Es hat ein bisschen gedauert, bis dann die Kunden auf dieses Modell aufgesprungen sind. Das ist so, also immer Assistance geht das, sind meine Daten sicher, die üblichen Fragen, ja, die hier sie bewegen könnten. Man merkt, dass diese Fragen inzwischen beantwortet wurden und das Geschäft zieht nun extrem an und wir sehen, dass die schon langsam mehr Geschäft mit der Cloud-Lösung machen. Also wir sind noch ein bisschen hinten auch in Österreich diesbezüglich, weil wir ja viel später angefangen haben, aber wir werden diesen Trend auch in Österreich beobachten. Was ist unser Vorteil hier gewesen? Wir haben natürlich
extrem davon profitiert. Wir sind im regelmäßigen Austausch mit den australischen Kollegen hier in Learning. Wir setzen dann bald selbst diese Lösung auch in Österreich ein. Wir investieren in unsere Berater. Und ganz wichtig, was ein Riesenvorteil für Sie ist, wir sind Fokuspartner der SAP und es erlaubt genau diesen frühen den Einsicht, was denn an Releases in Zukunft hier kommen wird. Wie wird es eingeführt? Wir haben eine Discovery-Phase, die kostet nichts, 14 Tage. Wir begleiten Sie, schauen uns das System an mit Ihnen. Sie entscheiden, geht es weiter oder nicht. Ab hier kostet es. Wie sind die Abläufe? SAP setzt das System für Sie auf. Sie kriegen Ihren Tenant. Wir machen die Fit to Standards. Schauen einmal, passen die Standardprozesse, konfiguriert, wird das, macht die SAP, wir füllen die Daten, wir bringen die Daten, die Migration rein, machen den Test, notwendige Iterationen. In der üblichen Erfahrung ist, dass wir 2 bis 3 Iterationen haben. Wir haben den Go Live und wir machen die ständige Betreuung für Sie. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank für Ihre Zeit. Fragen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber wir sind natürlich für Ihre Fragen offen. Sie finden dann meine Daten in den Unterlagen. Ich lasse jetzt ein bisschen da den Bildschirm stehen. Wenn Sie wollen, können Sie mich auch gleich anrufen. Also geben Sie mir noch 15 Minuten Zeit. Aber dann stehe ich Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns einladen würden zu einem Fachgespräch, wo wir vertiefend für Ihre individuelle Situation die Cloud-Lösungen beleuchten können. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen und schönen Tag. Vielen Dank.